Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Es gibt viele interessante Bereiche in der Ernährungswissenschaft, aber was wir noch nie hatten, was ist eine DNA-Analyse? Was kann ich daraus erkennen? In welcher Form hat das mit unserer Epigenetik zu tun? Und welche wichtigen Schlüsselfaktoren kann ich für mich daraus nutzen in meinem, ja, Gesundheitsbewusstsein? Bleiben Sie dran. Hallo, ihr lieben beiden Lauras. Hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr seid wirklich ein tolles Ernährungsexpertinnen-Team, wo wirklich über den Tellerrand schaut. Und was ich ja noch nie gehört habe, dass wirklich eine Ernährungsexpertin sagt, ich mache eine DNA-Analyse. Was kann ich denn darunter verstehen? Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit, ich mache jetzt mal eine DNA-Analyse und dann weiß ich alles. Mhm. Und, also als ich damit mich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, waren die Tests auch noch wirklich sehr teuer. Man hatte dann 5 sogenannte SNPs, das sind Single-Nukleotid-Polymorphismen, also sprich einzelne Basen, die da verschoben sind oder fehlen, sprich ein Enzym nicht richtig abgelesen werden kann oder eine Information nicht richtig abgelesen werden kann. Das ist ein SNP, also dann funktioniert da irgendwas nicht, wie es sollte oder wie der Durchschnitt funktioniert. Jetzt gibt es sehr viele Anbieter auf dem Markt und ich bin da immer vorsichtig, weil ich habe es schon ein paar Mal erwähnt in den Interviews, Genetik wird im Allgemeinen im Großen und Ganzen überbewertet. Wir drei, wie wir hier sitzen, haben 99,9% dieselbe DNA. Das ist die große Erkenntnis aus dem Human Genome Project. Das lief über 10 Jahre zwischen 1990 und 2001 mit der Erkenntnis, wir sind alle dieselben. One Human Race, Überraschung. Sehr nahe auch am Schimpansen übrigens. Bisschen weniger Haare auf dem Weg, aber es gibt halt doch Unterschiede. Ich meine, wenn wir uns anschauen, wir sehen so unterschiedlich aus, wir haben unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Verdauungstrakt. Also da gibt es offenbar Unterschiede, aber die sind nicht einfach nur auf die Genetik zu reduzieren. Das ist mir schon mal wichtig, auch in Bezug auf die Krankheiten. Es gibt DNA-Analysen, die einen Hinweis geben können, okay, zum Beispiel Brustkrebs ist ein spannendes Beispiel. Das war ja auch damals, wo sich dann die Frauen das Brüste amputieren lassen. Ja, vorsorglich Brust operieren. Ja, das ist nicht die Idee der Geschichte. Mhm. Es gibt so ein Breast Cancer Gene. Spannend ist, das gab es ja schon 1945, dieses Gen, also die Verteilung dieses Gens in der Population. Damals gab es Frauen mit diesem Gen, die dann wirklich einen Brustkrebs entwickelt hat, war, glaube ich, vielleicht bei 50% oder so. Mhm. Und heute haben wir 80%, die daraus einen Krebs entwickeln. Jetzt kann man sich fragen, liegt es an der Genetik oder liegt es an diesen Umweltveränderungen, die in diesen letzten 50, 60 Jahren stattgefunden haben und eigentlich diese Genaktivität verändert haben? Weil wir können mit unserem Lifestyle diese Breast Cancer Genes auch stumm schalten, muten mit Methylierung, sind wir meine Eselsbrücke, es braucht Methylgruppen. Und dann sind wir eigentlich bei einer Ernährung, die reich ist, zum Beispiel an B-Vitamin. Aber nochmal zu deiner Frage. Es gibt so viele Anbieter auf dem Markt, und die jetzt sagen, ja, ich kann rausfinden, ob du ein Kohlenhydrattyp bist oder ob du ein Fettstoffwechseltyp bist. Proteintypen sind wir interessanterweise fast alle. Aber so einfach ist es nicht. Also es sind dann, ich sage, werdet kritisch, wenn da nur 4, 5, 6 oder vielleicht auch von mir aus 10 oder 50 Gene getestet werden. Das gibt dir noch nicht eine Kernaussage über dich als Individuum und wie du tickst und wie du funktionierst oder ob du eine Krankheit kriegst oder nicht, sondern es gibt inzwischen wirklich... Peter D'Adamo ist so einer, also der Typ, der die Blutgruppenernährung weiterentwickelt hat nach seinem Vater. Der ist sehr, sehr stark in der Epigenetik, weil er gesehen hat, okay, AB0 und AB, die Menschen in diese 4 Schubladen zu stecken, das reicht nicht. Die Menschen sind viel individueller und deshalb ist er weitergegangen und weiter und weiter. Und er hat jetzt, es gibt jetzt die Möglichkeit, das eigene Genom komplett zu entschlüsseln, also die ganze komplette Gensequenz zu kriegen. Also es ist heutzutage eigentlich nur noch irgendwie $100, wenn man das nach Amerika schickt.
ein anderes Thema, Datenschutz und so weiter. Das, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Und der hat sich ja bei uns jetzt auch erledigt. Ja, wohin wir diese sehr sensiblen Daten, also ich habe da wirklich Mühe, meine Genetik irgendwo an eine Firma zu schicken, die dann vielleicht auch noch mit anderen Silicon Valley-Firmen zusammenarbeitet. Aber es wäre möglich, ich sage, es ist eben, ich bin da so ein bisschen, du siehst, ein bisschen im Zwiespalt, weil ich finde es natürlich sehr interessant. Es gibt, Dr. Peter Diadamo hat ein Programm entwickelt, das heißt Opus 23, und da kann man sein komplettes Genom, seine komplette genetische Information reinspeisen und kriegt dann eine ganze Landkarte von seinem Stoffwechsel. Also das ist so... Was brauchst du denn dafür für eine Substanz vom Körper? Schleimhaut, also es ist Schleimhaut, also nicht der Schleim, sondern eigentlich, was man da abreibt, sind dann die Zellen, oder? Mhm. Und wir haben ja in jeder Zelle dieselbe DNA, ist auch noch spannend. Ja, also solche Dinge sind möglich, nur es ist die Frage, was bringt uns das als Menschheit, wenn wir all das wissen? Es gibt sicher Situationen, wo es gerade bei sehr, sehr komplexen Stoffwechselstörungen oder es gibt ganz selten, gibt es wirklich Krankheiten, die rein genetisch bedingt sind, aber das sind vielleicht 5% von all den Krankheiten, mit denen wir uns als Gesellschaft befassen. Ich sage, die Krankheiten, die 70-80% unserer Gesundheitskosten ausmachen, sind nicht genetisch bedingt. Mhm. Die sind Lifestyle-bedingt. Und das ist eben dann Epi, steht für über, wie die Epidermis, über der Genetik stehend. Da müssen wir über ganz andere Dinge reden. Lifestyle, Ernährung, Lebensverhalten, Schlafverhalten und so weiter. Nutzt ihr diese Analyseform in der Praxis und wenn, in welchem Bereich? Also ich habe sie jetzt auch schon bei komplexen Stoffwechselsituationen mit einbezogen und genutzt. Eigentlich mehr auf der einen Seite, um einen Hinweis zu bekommen, wo, dass wir noch stärker ein Augenmerk drauf legen können, wenn wir anamnestisch noch nicht an dem Punkt sind, wo wir eigentlich hinwollen. Also so rein übers Fragen und so die Situation zu analysieren oder über Labordiagnostik. Eigentlich um zu sehen, was kommt da bei der Genetik raus und wo kann ich nachher in der Lifestyle-Veränderung mit der Ernährung und mit den Nahrungsergänzungsmitteln den epigenetischen Einfluss machen, dass eben diese diese Snips, ja, dann die langsamen Gene ein bisschen schneller aktiviert werden. Ja, oder aktiviert werden. Genau, ja. So. Und dass wir da wissen, wir können in dieser Richtung noch ein bisschen mehr arbeiten. Das ist ein Bereich, wo ich es nutze. Und ein anderer Bereich ist, dass wir natürlich auch, dass es immer noch viele Menschen gibt, die das interessierten, die das gerne machen und die gerne ein Papier in der Hand haben, was einem sagt, was man tun muss. Mhm. Und das ist die kleinere Situation, wo wir das natürlich mit einbeziehen. Aber das hilft auch in der ganzen Ernährungstherapie und Verhaltenstherapie, das Verständnis und auch die Glaubwürdigkeit von den Sachen, die wir empfehlen, noch ein bisschen besser zu verstehen, wieso, dass wir gewisse Dinge empfehlen. Mikronährstoffe beispielsweise. Mhm. Also das gibt einen Hinweis, welche Mikronährstoffe diesen Menschen, vielleicht bei B-Vitamine zum Beispiel, können bei einem Menschen, der einen Polymorphismus hat, in einem bestimmten Gen dazu führen, dass er vielleicht seine Dopamin und Adrenalin noch schneller abbaut, als wir das eigentlich wollen, und er dann in eine Stagnation kommt. Also eigentlich die Reizbarkeit verliert. Oder man muss ja eine gewisse Menge Stresshormone auch machen können oder auch Dopamin. Und wir können da mit Mikronährstoffen, da müssen wir wirklich aufpassen manchmal, dass wir da nicht, das auch nicht unterschätzen, was wir da reingeben an neben der Ernährung an Mikronährstoffen, die da auch wirklich weitgehende Effekte haben kann, und zwar unterschiedlich, je nachdem, was der für eine genetische Ausgangslage hat. Und da kann man Feintuning machen, also für die Leute, die sich da interessieren, ohne in eine Orthorexie gehen zu, in diese krankhaft richtig essen wollen Richtung. Aber es gibt wirklich Situationen, wo es sinnvoll sein kann. Es gibt auch Hinweise,
Man sieht dann zum Beispiel, ob jemand Koffein, wie gut jemand Koffein entgiftet. Das kann die Empfehlung beeinflussen, ob ich dem sage, hey, für dich ist am besten, auch für deine Psyche, wenn du vielleicht auf Kaffee verzichtest. Mhm. Und bei einem anderen, der das Koffein super schnell abbaut, dem kann ich sagen, hey, Kaffee ist ein gesundes Lebensmittel, wenn es gute Qualität ist und nicht mit Kuhmilch, Klammer zu. Mhm. Aber dann kannst du vielleicht 3, 4, 5 Tassen Kaffee trinken, du hast sogar einen Benefit. Der andere, bei dem merke ich, okay, Blutdruck und Salz zum Beispiel ist ja ein großes Thema. Und Salz, was fast verteufelt wird, böses Salz und alle, dabei gibt es, gibt gar nicht wirklich gute Studien zu dem Thema. Und Salz ist überlebenswichtig, auch für die Blutdruckregulation. Aber es gibt Leute, die haben eine Salzsensitivität. Also wenn ich jemanden habe mit metabolischem Syndrom und Hypertonie, Bluthochdruck, dann kann ich sagen, okay, bei dir in deinem Fall lohnt sich's auch auf Salz zu achten. Und das sind dann wirklich so Feinjustierungen, wo wir in die, wirklich in die Richtung individualisierte Ernährung super gehen. Und doch ein mehr, ich sage, vielleicht widerspreche ich mir jetzt, aber wir können doch einen Mehrwert daraus ziehen, ohne aber das zu überschätzen. Weil ganz ehrlich, schlussendlich geht es auch sehr häufig über um sekundäre Pflanzenstoffe. Es gibt so Anbieter auf dem Markt, die dann auch ganze Ernährungspläne mit diesen 5 Genen, die sie getestet haben, so geil. Du. Und da muss ich dich kurz, das ist so lustig. Die essen ja alle Low Carb, ja, oder? Es sind ja auch kalorienreduziert, die Pläne auf, was weiß ich, 1500. Und dann kamen damals die Frauen und sagen, seitdem ich keine Paprika mehr esse, habe ich abgenommen. Und ich dachte, okay, ja. Paprika war es, ja, genau. Und es ist, ja, es ist einfach gefährlich, weil man dann Listen abgibt, basierend auf 5 Genen, wo zum Beispiel nicht mal die Blutgruppe berücksichtigt ist oder der Sekretorstatus, was auch genetische, sehr relevant für den Verdauungstrakt, für die, den Charakter des Verdauungstrakts, sehr relevante Gene sind, nicht beachtet und dann anhand von 27 Inhaltsstoffen eine Tabelle gibt, die Lebensmittel in schlecht, neutral und gut einordnet. Das ist gefährlich, weil es einfach nicht aussagekräftig ist. Und, da, und was mich besonders daran gestört hat, dass, darum habe ich mich auch zum Teil ein bisschen auch wieder distanziert von solchen Tests, das sind, dass die sekundären Pflanzenstoffe unter den, gar nicht unter den 27 Inhaltsstoffen waren. Da geht es vor allem dann um Makronährstoffe und vielleicht auch ein paar Mineralien und Vitamine. Aber die sekundären Pflanzenstoffe, die eigentlich diese diese epigenetische Regulation hauptsächlich machen, waren gar nicht in der Interpretation der Lebensmittel dabei. Also eine Paprika, wenn die biologisch gewachsen ist, dann hat die auch mit diesem roten Farbstoff sehr viel potentes, ja, ich sage jetzt, sie sind sekundäre Pflanzenstoffe, oder? Das sind halt biochemische Substanzen, die sehr stark regulierend mitwirken. Kurkuma und. Auch diese Ordnungsenergie, ja, von diesem biologischen Anbau, der bringt ja auch wieder eine Ordnung und Regulation in den Körper rein. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt technisch und medial so von unserem Bewusstsein, zu unserem Körpergefühl so abgelenkt werden. Weißt du, hier kannst du eine DNA-Analyse machen. Auf deinem Handy siehst du, wie viele Schritte du läufst. Im Fernsehen kriegst du gesagt, wie du dein Leben leben sollst. Also dass jetzt irgendwann so das Fass am Überlaufen ist, dass jetzt irgendwann mal der Punkt kommt, wo wir vielleicht auch mal hören, lernen dürfen, tut mir dieses Salz gut? Brauche ich das? Ernährungsintuition fördern. Und es kann sein, dass wenn wir jetzt da draußen, ich meine, es gibt dem Therapeuten auch eine gewisse Sicherheit, oder? Das muss man auch ein bisschen reflektieren. Als Therapeut mache ich das jetzt einfach, weil es mich interessiert und weil ich da eine Sicherheit daraus gewinne. Oder sollte ich als Therapeut nicht eher in die Verantwortung gehen und mir überlegen, hey, bringt das emotional diesen Menschen etwas? Geht er da nicht ein bisschen mehr in seine orthorektische Richtung oder wird er da nicht überkontrolliert in seinem Essverhalten? Mache ich mit diesem Messen, nicht immer mehr Schritte weg vom eigentlichen, hey, spüre ich das überhaupt oder mache ich das, weil ich das da gelesen habe? Und ja, es ist eine Gefahr. Also es ist wirklich, es sind die Vor- und Nachteile von solchen Tests. Kann ein super Mehrwert sein, kann aber auch komplett in die Gegenrichtung gehen. Da muss man, ich finde, da muss der Therapeut in die Verantwortung gehen und nicht einfach sagen, ja, ist jetzt das Neueste, was man machen kann.
und sollte man jetzt jedem anbieten, sondern da muss man wirklich auch ein bisschen ein Feingefühl dafür entwickeln, für welchen Menschen ist das jetzt wirklich ein Mehrwert. Und auch die Kompetenz nachher für die Umsetzung haben, oder? Dass man nachher auf einem quasi die Analytik dazu nimmt und dann aber gemeinsam einen Weg geht und gemeinsam anschaut, was bedeutet das jetzt für mich, für meinen Körper, für meine intuitive Ernährung, was bedeutet das für meinen langfristigen Weg in der Umsetzung und eben nicht nur, ja, wir haben jetzt da eben die 20. Analyse und anhand der kannst du jetzt alles machen, was auf diesem Zettel steht, zusammen mit diesen 5 Nahrungsergänzungsmitteln und viel Spaß. Sondern eigentlich die Kompetenz des, der Therapeuten, dass wir das richtig nutzen, richtig eigentlich auch zeigen, was effektiv der Nutzen dahinter ist und wie wir das jetzt einbauen in dann eigentlich eine langfristige, gesunde Ernährung und Beziehung zur Ernährung. Dass wir das nutzen können als Feintuning, aber trotzdem auch klar wird und rauskommt, dass es um was anderes geht am Ende des Tages. Dass es darum geht, dass wir zwar diese Information brauchen können, aber dass eben die ganze Analytik nichts bringt, wenn wir unseren Körper nicht spüren, wenn wir keine Beziehung zu unserem Körper haben und wenn wir eigentlich nur rational die Ernährung steuern wollen und da irgendwie vom Kopf nichts mehr in den Körper geht und umgekehrt. Und dass wir das auch, also als Therapeuten haben wir die Verantwortung, das dann auch zu fangen und das zu verdeutlichen und eigentlich das aufzuarbeiten dann auch langfristig. Wie sieht's denn aus mit dieser Regelmäßigkeit des Essens? Kann ich da auch was analysieren? Einmal essen, dreimal, fünfmal, das sind ja so auch. Ja, da gibt es Hinweise aus dem Zuckerstoffwechsel einerseits, wie der funktioniert. Es gibt Leute, die funktionieren besser mit regelmäßigen Mahlzeiten. Das kannst du aber eigentlich auch anamnestisch ein bisschen rausfinden und auch von der Konstitution. Ich meine, früher, ich gehe jetzt wieder in die Naturheilkunde, hatten wir keine DNA-Tests. Und wir hatten trotzdem eine Personalisierung. Wir hatten sogar eine personalisierte Ernährung, wenn man zum Beispiel an Ayurveda denkt. Mit diesen Konstitutionstypen, nicht nur Ayurveda hatte das, auch die TCM, auch die europäische Naturheilkunde. Und woran haben wir das festgemacht? Am Erscheinungsbild, am Phänotyp. Wir schauen jetzt auf den Mikrokosmos und vergessen den Makrokosmos. Wir schauen auf den Genotyp und vergessen den Phänotyp. Und eigentlich könnten wir, wenn wir den Menschen, wenn wir Zeit haben, den Menschen anzuschauen und zu sehen, aha, er hat auch von der Physiognomie her, da gibt es wirklich ganz spannende Forschung, die schon sehr alt ist, wie das Erscheinungsbild uns auch Informationen über das Innere und über den Mikrokosmos gibt. Ist jemand feingliedrig? Da gibt es einfache Tests, Feingliedrigkeit mit aus diesem Phänotyp einfach mal wieder rauszulesen, hey, der Typ ist nicht für Teilfasten geeignet, zum Beispiel. Feingliedrige Menschen, die eh schon mit dem Gewicht kämpfen, da mache ich ja jetzt kein Teilfasten. Das ist eigentlich die Regelmäßigkeit ist wichtig, weil die feingliedrigen Menschen häufig die sind, die so viel stärker im Kopf sind, diese glühbirnenförmigen Kopfform, die wirklich diesen Fokus aufs Hirn hat, also aufs Nervensystem. Das sind, man kann auch von ektomorphen Typen sprechen, die Feingliedrigkeit, das äußerste Keimblatt ist da dominant und da ist das Nervensystem sehr, sehr aktiv und die Haut sehr, sehr wichtig. Und Leute, die dann die du dann noch mehr, ich meine, dann solchen Menschen würde ich jetzt keine DNA-Analyse unbedingt empfehlen, weil die da denkt schon 7 Schritte weiter und das hilft nicht, weil sie schneiden sich dann umso mehr von dem, was da dann dran hängt, ab. Und das sind Leute, die häufig auch vergessen zu essen oder das Essen ein Mittel zum Zweck ist, weil sie eigentlich so in ihrem Sympathikus sind, dass sie gar kein Hungergefühl mehr wahrnehmen. Und das sind Dinge, die, da brauche ich keinen DNA-Test dafür, um das herauszufinden. Aber zum Fasten vielleicht doch noch was. Ja. Das Fasten ist eines der epigenetisch spannendsten Faktoren in der Ernährung, weil das allein schon 12 Stunden Pause machen, das ist ja nicht, also ich würde das jetzt nicht als Fasten. Also die Yogis lachen, wenn wir sagen, intermittierendes Fasten, zweimal essen am Tag. Sie sagen, das ist eine normale Ernährung, wenn man nicht irgendwie extrem körperlich aktiv ist oder gerade im Wachstum als Kind, oder? Anyway, das Teilfasten 12, 14, 16 Stunden,
hat beim Menschen, der eine Konstitution hat, die dafür geeignet ist, extrem viele positive Wirkungen. Zum Beispiel werden Gene abgeschaltet, die für Krebs mit Krebs in Verbindung stehen. Mhm. Sogenannte Onkogene können stumm geschaltet werden mit Fasten. Auf der anderen Seite können Tumorsuppressorgene aktiviert werden durch Fasten. Gleichzeitig werden die ganzen Zuckerstoffwechselparameter besser, zum Beispiel die Insulinsensitivität wird besser, was auch einen Einfluss hat auf die epigenetische oder auf die Gen, wie das Gen abgelesen wird, der Zuckerstoffwechsel. Also es ist unglaublich spannend, auch das ganze Autophagie-Thema, dieser Reinigungsprozess, wenn die Zelle dann durch das Fasten in ein sauberes Milieu kommt, dann werden die Gene abgelesen, die uns gesund halten. Mhm. Und deshalb sage ich, eigentlich wird die Gentests ein bisschen überbewertet, weil wir schlussendlich geht es eigentlich wieder darum, die Gene werden am besten, aus epigenetischer Sicht müssen wir eigentlich einen Nährstoffboden erarbeiten, ein Milieu erarbeiten, was die Zelle wieder zum Gedeihen bringt. Und da sind wir wieder bei vielen sekundären Pflanzenstoffen, Pausen zwischen den Mahlzeiten, viel sauberes Wasser trinken. Und dann werden wirklich die Gene aktiv, die uns gesund halten, und die uns potenziell krank machen könnten, werden stumm geschaltet. Was für ein Körpertyp oder an was für Signalen würdest du jetzt sagen, du bist jetzt nicht so der Fastentyp? Weil das hört sich ja alles super an. Mhm. Das will ja jeder dann, die Genetik wieder auf Vordermann bringen, Krebszellen. Weißt du, das, was ich vorhin gesagt habe, sehr feingliedrige Menschen, die Mühe haben, ihr Gewicht zu halten. Und die das Gewicht zu halten heißt, dass sie schnell abnehmen. Ja, das ist genauso eine Strafe wie Menschen, die sehr schnell Gewicht zunehmen. Also das ist genauso problematisch. Mhm. Das ist Essen, Essen, Essen. Und das Umfeld denkt, wow, hast du Glück, du kannst essen, was du willst. Aber für die Menschen, die das haben, ist es kein Glück, weil sie sich dann häufig auch ungesund ernähren. Ja. Und weil man das nicht sieht, kann es auch sein, dass sie innerlich verfetten. Den sagt man dann Toffis. Ja. Nicht mit Toffifett zu tun, sondern thin outside, fat inside. Mhm. Also diese Leberverfettung kann bei diesen Personen auch passieren. Also intermittierendes Fasten will ich bei denen so machen, dass sie zumindest 12 Stunden über Nacht einhalten und dann 3 gute Mahlzeiten mit genügend Nährstoffen zu sich nehmen. Und was ich auch noch wichtig finde, ist bei all diesen Erschöpfungsthemen, da ist es so eine Gratwanderung, dass man mit dem Fasten und der ketogenen Ernährung auch ein Mitochondrien Reiz auslösen kann, dass die besser funktionieren. Und auf der anderen Seite, wenn man aber zu wenig Nahrung hat, und kann man eigentlich mit dem intermittierenden Fasten auch die Mitochondrien noch mehr kaputt machen, indem noch mehr körperlicher Stress stattfindet durch den Fastenstoffwechsel und den Hungerstoffwechsel, weil immer noch mehr Stresshormone ausgeschüttet werden. Da ist es ein bisschen eine Gratwanderung, den einen tut es sehr gut, bei den einen ist es richtig und bei den anderen ist es total falsch. Mhm. Also eine Katastrophe, ja. Da kannst du wirklich dann auch jemanden noch zusätzlich kaputt machen mit dem intermittierenden Fasten. Ja. Und sind dann die sagen, hey, ich kann diesen Keks nur anschauen, ich werde schon dick. Mhm. Weil da der Stoffwechsel so langsam geworden ist, aufgrund auch von Übersäuerung, aber vor allem von Mikronährstoffdefiziten und Stresssituationen, dass es das Rad nicht mehr ins Laufen kommt. Und da geht es vor allem dann um Rhythmen, über Rhythmus. Mhm. Aber jetzt sind wir schon beim Thema Fasten. Na cool, aber es war jetzt eine schöne Übersicht über alles. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich möchte einfach mehr Informationen haben, mal, habt ihr auch ein Buch geschrieben, aber kann man noch irgendwo was? Ja, auf unserer Webseite unu.ch, also www.unnu.ch, wie Unicum Nutrition, unsere gemeinsame Firma. Eigentlich besteht sie nur aus uns, denn als wäre es ein Riesengebäude. Ja, klingt gut. Laura in Zürich und ich in Quinten. Wir haben 2 Standorte. Ja, wir bieten, also ich biete vor allem dieses SWAMI Genotyping an. Das ist Serotyping with Advanced Modified Influences. Noch ein komisches Wort. Aber da geht es eigentlich, das ist auch von Peter D'Adamo entwickelt, wo wir phänotypische Informationen eingeben können und genetische Informationen. Also es ist so eine Mischung von Genotyping und Epigenotyping. Mhm. Also wir suchen die Körperprägung, die übrigens in den ersten 1000 Lebensjahren, Lebenstagen geprägt wurde,
so alt werden wir doch nicht. Die ersten 1000 Tage, also vom Zeitpunkt der Befruchtung bis zum zweiten, dritten Lebensjahr, wird sehr, sehr vieles aufgegleist. Von unserem Essverhalten, von unserem Stoffwechselverhalten. Das heißt, wenn unsere Mutter während der Schwangerschaft, wo wir da im Bauch waren, fastet, aus irgendwelchen Gründen oder eine Nährstoffversorgung hat zum Beispiel, dann ist das für meine Genetik schon sehr prägend. Vitamin D-Mangel zum Beispiel ist der Hauptfaktor für eine Entwicklung von Diabetes oder von Übergewicht. Nicht das mütterliche Übergewicht während der Schwangerschaft, das hat einen tieferen Einflussfaktor als ein Vitamin D-Mangel während der Schwangerschaft. Also solche Dinge, aber auch andere Dinge, die in den ersten 1000 Tagen epigenetisch geprägt werden, sind sichtbar, sogar Fingerlängen, da spielen Geschlechtshormone eine Rolle, Körperlängenverhältnisse und. Also es ist eine Summe von Informationen, die mithilfe von Algorithmen dann berechnet wird und eigentlich eine für dich zugeschnittene Ernährung dabei rauskommt. Cool. Super interessant. Schön, was ihr da alles im Petto habt. Und freue mich, wenn ihr mal wiederkommt. Sehr und gern. Bedanke mich sehr. Danke dir. Dankeschön. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, sehr spannend, was es alles für Möglichkeiten gibt zu analysieren, aber natürlich auch immer den Bereich wieder der Intuition und den guten Blick für sich selbst zu finden. Ich denke, die Kombination macht dann nachher den Erfolg. Vielen Dank fürs Zuschauen, wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss.